Moin Leute, ich melde mich zurück. Die dritte Woche des Bankdrückprogramms ist vorbei. Das heißt, alle drei Wochen mit dem super hohen Volumen sind vorbei. Ab jetzt wird das Volumen und die Frequenz von den Bankdrücken deutlich reduziert. Dafür wird es deutlich härter. Also, angefangen hat die Woche mit 147,5 Kilo für Singles. Und ging halt, aber man hat schon gemerkt, es ist schwierig, also schwieriger als sonst. Normalerweise könnte ich halt mit dem Gewicht noch locker drei Wiederholungen machen eigentlich. Und deswegen hat mich schon überrascht, dass es halt langsam schwieriger wird. Und ich denke mal, es ist halt einfach das Übertraining, in das man mehr oder weniger auch planmäßig reinkommt, wenn man fünfmal die Woche Bankdrücken macht, auch wenn es nicht die extreme Intensität ist. Danach nochmal mit 122,5 ein 3x3, so wie auch in der Woche 2. Aber den Rest der Woche wird das dann mehr. Also am Tag 2 sehen wir hier, ist es dann nämlich 132,5 Bankdrücken 3x3, wie immer, das ist ja aus Woche 1 und Woche 2 bekannt. 5x die Woche ein 3x3. Und danach kam dann das enge Bankdrücken mit 12 Wiederholungen, also jetzt mit mehr Wiederholungen. Es ist wieder so wie in Woche 1, dass sich enges Bankdrücken und Overhead Press abwechseln. Diesmal sind es allerdings höhere Wiederholungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich überrascht, das enge Bankdrücken. Das hat mich verhältnismäßig mehr geschlaucht als üblich. Gerade auch die hohen Wiederholungszahlen. Also ich habe im ersten Satz habe ich noch 12 Wiederholungen geschafft, danach aber nicht mehr. Also ich habe sehr lange nicht mehr in so hohen Wiederholungszahlen gearbeitet, beim Bankdrücken jedenfalls. Und deswegen war ich da überrascht, dass es so schnell vorbeiging. Ja, dann Tag 3 haben wir. Das ist dann wieder einmal 3x3 mit 132,5 Kilo, wie immer. So das Standardprogramm, sage ich jetzt mal. Und dann hatten wir Overhead Press für 12 Wiederholungen. Da war dann kein Rack, sage ich jetzt mal, frei. Und dann habe ich das einfach so hochgecleant. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sag mal so. Und habe dann 12 Wiederholungen Overhead Press gemacht. Da auch ähnlich wie beim Bankdrücken, ich habe mir ein Gewicht ausgesucht, wo ich gesagt habe, oh, kannst du 12 Wiederholungen machen. Erster Satz auch 12 Wiederholungen gemacht, aber danach ist man erstmal so kaputt. Und dann denke ich so, was? Zweiter Satz irgendwie nur noch 10 Wiederholungen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und auf jeden Fall, das fällt halt doch sehr rapide ab, dann die Leistung. Und oder man braucht halt länger Pause, als man eigentlich denkt. Und das ist nochmal eine andere Erfahrung, die ich dann auch mal wieder habe, mit höheren Wiederholungszahlen zu trainieren. Am Tag 4 dann. Am Tag 3 meine ich, ist dann wieder 3x3, 132,5 Kilo, kennt ihr ja alle, und dann Close Grip Bench wieder. Diesmal aber nur 10 Wiederholungen, also 2 Wiederholungen weniger. Vorher war es 3x12, jetzt ist es 3x10. Da habe ich natürlich überlegt, benutze ich da irgendwie mehr Gewicht oder was weiß ich, und habe es bei dem Gewicht belassen, wo ich es bei den 12 Wiederholungen probiert habe, weil einfach ich mich bei den 12 Wiederholungen deutlich überschätzt habe. Und deswegen 3x10 mit 100 Kilo enges Bankdrücken. Seht ihr ein bisschen meinen Bauch, aber hier Powerlifting Lifestyle und so. Scheiß auf Aesthetics, Wampe muss raus. Ja, und dann am dann am Tag 5 der Woche, wie immer 3x3, und dann, ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, was danach kommt, das Overhead Press, auch mit 10 Wiederholungen. Also diese Woche war halt hauptsächlich jetzt wieder die Accessory-Sachen mit höheren Wiederholungen. Und natürlich, ja, habt ihr ja gesehen, zu Anfang Singles und dann halt durch die ganze Woche durchgezogen, das 3x3. Da habe ich es dann wieder so gemacht. War wieder nichts frei beim Overhead Press.
Und dann habe ich es wieder hochgecleant und habe da halt dann mein Overhead Press Ding gemacht, 10 Wiederholungen. Hier habe ich das Gewicht sogar ein bisschen erhöht. Hier habe ich dann 55 Kilo genommen und das ging auch relativ gut. Ich habe dann noch einen Gürtel genommen und so weiter. Und ja, danach habe ich dann noch weiter trainiert, habe gedacht, okay, komm, wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich auch das ganze Training aufnehmen. Also wie gesagt, es ist jetzt stellvertretend halt für alle Trainings. Danach, nach den Bankdrückübungen, mache ich halt immer, fast immer Rücken, außer ich habe jetzt keine Zeit, weil das muss ja auch alles, da ist es ausgeglichen sein und so weiter. Und deswegen habe ich dann Klimmzüge gemacht, ein paar Sätze, nochmal breites Rudern. Das geht dann halt ein bisschen mehr auf die hinteren Schultern und so weiter, generell oberen Rücken, wenn man halt so breit greift. Und ja, dann, genau, dann habe ich nochmal Seitheben gemacht. Also das an diesem Tag war jetzt wieder ein Beispiel für ein Training, was relativ schnell ging. Da habe ich auch kurze Pausen gemacht und nicht so ganz so viele Übungen gemacht. Aber halt nochmal Seitheben am Kabelzug. Die Kurzhandel war gerade ein bisschen voll. Aber das Kabelzug finde ich auch ganz gut eigentlich. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das immer so ausgelassen, aber das stimmt schon, was die Leute halt immer sagen. Man hat halt direkt, man hat gleichmäßig Zutrauf, während man beim beim Seitheben, normalen Seitheben, ist die Belastung, je höher man kommt, wird die Belastung immer höher. Und beim Seitheben am Kabelzug ist die Belastung halt relativ gleichmäßig über die gesamte Range of Motion. Und deswegen ist auch mal eine ganz coole Übung, die so zu machen. Und dann war es das eigentlich auch schon, nach dem Seitheben. Weil in diesem Training hatte ich nur eine Stunde Zeit und dann muss ich wieder weg. Deswegen war das jetzt ein bisschen kürzer, aber habe dann noch alles geschafft. Also wie gesagt, so ist das jetzt standardmäßig. Als erstes kommen halt immer die Bankdrücksachen und dann kommen der Rest, Rücken, Schultern, hinterher. Das ist halt nicht mehr ganz so wichtig, aber es kommt auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Unterkörper gerade nicht dabei. Ich weiß nicht, ich denke, ich fange später irgendwann mal wieder an, auch ohne Kniebeugen, es wird einfach nicht besser. Aber ich kann ja irgendwie meinen Unterkörper für ein ganzes Jahr einfach nicht trainieren. Obwohl ich ihn theoretisch trainieren könnte, so einigermaßen mit ein paar Einschränkungen. Und deswegen, ja, ich kann halt keine Kniebeugen machen, aber ich trainiere das weiter. Das dazu und ja, nächste Woche, die auch schon angebrochen hat, wie gesagt, wird die Frequenz von den Bankdrücken deutlich eingeschränkt. Das heißt, es ist dann nur noch zweimal die Woche. Und, auch wichtig, es ist viel schwerer und viel krasseres Volumen. Und ja, das werden wir dann mal sehen. Also es ist wirklich viel, viel schwerer. Und ja, dann sehen wir mal, was die nächsten Wochen so passiert und so weiter. Gott sei Dank habe ich noch gut gegessen und ja, deswegen müsste die Kraft eigentlich kommen, meine ich. Weil wenn man weniger isst und dann abnimmt und so, dann geht die Kraft meistens in den Arsch. Aber da habe ich gut drauf geachtet. Ich halte mein Gewicht über 105 Kilo und deswegen müsste da eigentlich was werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!